Okay, dann gucken wir doch einfach mal, ob dieser Schlüssel passt. Das sieht gut aus. Ernsthaft? Ganz toll. Kann ich ja nichts dafür, wenn der Typ so total stulle ist. Hallo. Du bist, glaube ich, mächtig böse. Soll ich nach einer Amme schicken? Verkrieche ich mich erstmal hier rein. Oh, schön Feuer in der Tür. Wow, wo kommen die denn alle her? So, dann fällt mir nämlich wenigstens keiner in den Rücken. Verbraucht. Achso, die sind gar nicht gelb, die sind einfach kürzer. Okay. Okay. Kann ich das Vieh da in die Falle locken? Wahrscheinlich nicht. Das hat ja nicht so viel gebracht. Das macht ganz ordentlich Schaden. Jetzt komm her hier. Da geht sie dahin. Schild, Schuhe, Amulett, Truhe, bisschen Gold. Gucken wir doch mal, ob da was Sinnvolles mit bei ist. Der Schild hat super wenig Def, keine Sockel. Weg. Kann ich nicht tragen. Glitzernde Schuhe der Tapferkeit. Geschwindigkeit, Zauberregeneration, physische Regeneration. 23 Def zu 14 Def. 1 plus Meditation, wie sieht es denn aus? 4,8 zu 4,7. Aber der Sockel. Der Sockel. Gelobtes haben Zwergenkrams. Das hilft doch alles nichts, das ist doch Grütze. Tja, will ich das? Will ich das nicht? Wie sieht's denn? Resistenz geht hoch. Trefferverteidigung geht 1% runter. Leben geht hoch. Ja, passt schon. Wird schon gehen. So leicht. Kannst du mal Schild der Adligen? Hatten wir den nicht neulich schon mal? So bekannt vor. Ich wette, ich gucke ihn mir gleich an und schmeiß ihn dann weg. Irgendwie sowas wird passieren. Okay, es ist letztendlich das Gleiche, nur anders. Also es heißt gleich, ist aber was völlig anderes. Ist ja, naja gut, von mir aus auch das. Also wenn wir schon hier sind, können wir auch den Trank mitnehmen und in die Kiste gucken. Wow. Jetzt. Dankeschön. Über so eine Brücke reiten ist auch nicht so. Reiten? Laufen. Reiten wäre schön. Ach, die dicke Truller war schon zur Bewachung des Tages. Okay. Ich dachte, hier kommt jetzt noch ein Drache. Aber offenbar nicht so. Das Element der Erde. Okay, was habe ich jetzt aus Versehen aufgesammelt? Das Ding. Damit. Hey, Portal. Sweet, sweet. Okay, das ist aber wieder so ein One-Way-Ding, ne? Hey, die spawnen hier nach.
Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Aber hier. Mein Pferd wartet hier sogar noch. Ich bin entzückt. Okay, wo dürfen wir denn jetzt hin? Das Portal nach da, das ist gar nicht so weit. Das ist ganz angenehm eigentlich. Mal zur Sicherheit, falls das eine Fieder hinterherkommt. Na, dann gucken wir doch mal. Mal ein bisschen Alarm, aber es sind schon wieder so viele Fernkämpfer, ne? Warum denn? Komm ich hier rüber? Also, offiziell meine ich. Okay. Warum auch immer sich das Spiel da gerade kurz minimiert hat. Das war seltsam. Nämlich ausnahmsweise mal nicht aus dem Spiel rausgeklickt, dachte ich. Meistens fällt mir das ja noch auf, aber naja, egal. Egal, egal. Ich glaube, wir müssen viel weiter nach unten. Ist ja ungünstig. Wie komme ich denn da runter? Ich glaube, ich muss da gar nicht unbedingt drüber, wa? Das war gar nicht so clever. Ich dachte, es bietet sich so an. Machst du mal, aber... nicht so. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwo quer kommen. Das sieht doch ganz brauchbar aus. Okay. Ja, haben wir so leichte Grafik-Glitches, oder? Dass so eine Linie einfach mal über den ganzen Bildschirm geht. Also auch nicht seit Anfang an, aber eben gerade auf jeden Fall und vorher schon zwei, dreimal. Und Level Up, sehr schön. Tja, leveln wir erstmal oder na, eigentlich reiten wir erstmal weiter. Zum Beispiel noch diesen Haufen Stümper platt machen hier. Was ist das denn? Spinnen, Gott, die sind winzig. Ja, du nicht so. Kann trotzdem nichts. Vertrag des Mentors, das geht. Das ist okay. Wo kommen wir denn eigentlich rüber, wenn wir da so hingehen? Okay. Prinzipiell ein Portalspot, aber... hier bin ich richtig. Das weiß ich ganz sicher. Hier steht ja auch der Typ. Wenn ihr nach Veragnar wollt, dann müsst ihr schon selbst die Stauanlagen in der verlassenen Zwergenbinge Gnadstadt schließen. Oder zu Ragnar. Wie man nun besser sagt. Es ist zum aus der Haut fahren. Die Soldaten des Königs haben alle Hände voll zu tun und wir haben kaum noch Schutztruppen für unser Dorf. Auf keinen Fall haben wir genug Leute, die sich in die finsteren Gewölbe von Zurak-Nar hinabwagen würden, um die Stauanlage zu schließen. Hier, nehmt diese Portalrune. Sie mag euch nützlich sein. Ach ja, ich wüsste nicht wofür. Oder können wir damit jetzt das Portal hier aufmachen? Wir haben ja jetzt schon drei von den Dingern. Achso, die hat er jetzt bestimmt auf den Boden geschmissen, ne? Ja, natürlich.
Hier, nehmt diese Portalrune. Schmeiß vor mir auf den Boden. Danke für nichts. So, was ist denn jetzt meine Quest eigentlich? Jetzt muss ich nach da oben, ja. Okay. Ah, jetzt geht das, okay. Kommen die Spinne jetzt her? Okay, dann wären wir vorhin wahrscheinlich auch woanders zügig weggekommen, wenn wir die Spots für die Portalrunen gefunden hätten. Naja, schade. Tellermine, natürlich. Auch nicht doch da rein? Aber warum denn? Hier noch ein bisschen draußen bleiben. Gott. Was hier los ist, ne? Irgendwie überhaupt nicht gut die Feuerspirale hier funktioniert. Wo kann ich denn da eigentlich... Achso, ich kann da plötzlich durch die Wand laufen. Das ist im ersten Moment jetzt nicht so super ersichtlich, um ehrlich zu sein. Ich will da drüben lang, da drüben sind mehr Gegner. Nur du Bastard. Es ist auch mehr so gleiten, was da. Oh. Glückwunsch. Und den Heiltrank können wir nochmal mitnehmen. Schon weiterlaufen, aber wir könnten. Na, wobei, solange der Mentortrank wirklich. Oh, fuck that. Warum? Es ist so unnötig. Hätte man nicht einfach eine Querverbindung zu dem anderen Stollen machen können, dass ich nicht alles zurücklaufen muss? Ich meine, es dauert jetzt nicht ewig, aber es ist so. Oh, warum denn? Absolut unnötig. Na, komm. Es sind noch so viele. Ich würde sagen, ich lasse die da jetzt alle mal, ne? Einfach Dunkelelf sein, aber... Da kann man ja doch nochmal was reinkasten. Okay, können wir schon mal nicht tragen. Geflammter Ring der Helden. Ist auch also mittelprächtig. Amethystarmschienen. Alter, wir machen richtig viel Rüstung. Alle Resistenzen plus 6, 6 Meditation. Ist natürlich auch was, ne? Ich das da rausnehme. Gehen die Resistenzen runter. Verteidigung geht hoch. 4,8. 4,6. Na, es überzeugt mich irgendwie nicht so. Meine 92 Def ist schon nicht verkehrt, aber jetzt komme ich da auch nicht durch. Ja, fuck this. Oh, Feuerspirale, wie praktisch. In dem Fall. Scheiß auf Cooldown. Ich will wenigstens noch was, worüber ich mich aufregen kann. Das ist überhaupt nicht die Richtung, in die ich muss.
Was ist denn das hier für eine Grütze? Aber da oben ging es ja. Da war doch zu, oder? War da nicht? Ich dachte, da wäre. Ja, okay, ich bin nur nicht bis zum Ende gerannt. So, wie komme ich jetzt auf... Ich muss ja eigentlich auf das Gleis da drüben so, aber da komme ich... Ja, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich wieder mit einem riesen Umweg. Wir skillen erstmal. Situation... Hier vielleicht irgendwo rum und dann da rüber auf... Ich will gar nichts von dir, steh mir nicht im Weg. Können wir dann hier vielleicht irgendwie durch? Das wäre okay. Nachdem wir diese ganzen Dunkel-Elf-Priester umgebracht haben. Das hier oben sieht doch ganz okay aus. Oh Gott, wo kommt denn der Lavasee her? Was verpasst? Doch mal, dass wir jetzt richtig sind. Nicht gleich noch dreimal abbiegen müssen. Wieder zurück, um wieder in die richtige Richtung zu laufen. Das sieht noch ganz okay aus. Irgendwie so halb. Mal wieder hier runter. Dann da quer. Wer baut denn eigentlich Tore mitten auf Schienen? So, ich weiß, wir müssen nicht nach oben. Ich dachte, ich gucke nur mal nach oben. Aber hier ist exakt nichts. Außer einem läppischen Gegner. Gut, dann hätte ich mir das ersparen können. Na toll, hier ist jetzt natürlich verstopft. Aber hier kommen wir durch. Das sind sogar nicht alle evil. Das ist doch auch was wert. Und hier geht's raus? Fantastisch. Ist das draußen? Oder ist das drin? Ich bin mir nicht sicher. Machen wir physischen Schaden? Das ist okay. Das können die gerne. Oh, ich muss weiter nach unten, sehe ich gerade. Ich laufe hier irgendwie so gut. Aus Reflexe weiter nach oben, aber da müssen wir gar nicht hin. Hässlicher Gürtel. Oh. Der passt super zu meinen vergammelten Handschuhen, habe ich gehört. Kann ich da runter? Tatsächlich. Ein krasser Unterschied das einfach ist zu dem Feuerland, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie wir halt so total easy durchspazieren. Und vor 3-4 Folgen Feuer war so, nein, nein, lass mal nicht machen. Oh, hallo. Riesiger Drache. Dann nehme ich doch erst mal ein bisschen Abstand. Drache macht bestimmt auch Giftschaden oder so. Granitgeborener ist natürlich auch irgendwie so ein Name für... Ach, keine Ahnung.
So, dann kicken wir noch mal, was der Drache so kann, ne? Nicht so viel, möchte ich behaupten. Vergoldete Rüstung, plätschernder Stab, Schuhe, ja, okay. Bisschen Gold, läuft. Okay, das war jetzt nicht so dramatisch. Aber wir haben auch unsere Def-Kombo ein bisschen aufgehübscht. Das war vielleicht gar nicht so verkehrt. Wo muss ich denn hier jetzt eigentlich letztendlich hin und was muss ich hier eigentlich machen? Ein Staudamm, Wasserwerk, irgendwie sowas, habe ich in Erinnerung. Aber was jetzt genau? Komme ich hier überhaupt irgendwo hin, wo ich hin will? Bin mir da nicht so sicher. Na doch, jetzt geht's hier in die Richtung. Gott, wieder so ein ekelhafter Höllenfisch. Geh mal weg. Na. So, den auch noch los. So, wie riesig ist das denn hier eigentlich noch? Okay, wir sind fast da. Schön. Verdammter Höhlenfisch. Kannst du mir mal nicht auf den Knispel gehen, bitte? Danke, schön. Wir steigen gleich schon wieder auf. Nice. Läuft. Jetzt kommen wir noch die Steinschergen hier nochmal weg. Steinschergen. Ein schönes Wort. Mal so ein unnützes Gerudel mit. Okay, sieht so aus, als müssten wir hier irgendwo lang. Memme. Ja, wir müssen wahrscheinlich diesen riesigen Schalter umlegen. Schwer des Schreckens. Konnten wir da nicht das andere Item schon nicht von tragen? Was haben denn eigentlich diese verschiedenfarbigen Sockel zu tun? Zu sagen. Ist das irgendwie Gold, Silber und Bronze? Ich habe keine Ahnung. Also können wir sowieso nicht verwenden, von daher auch egal. Passt schon. Schuhe des Adepten können wir nicht verwenden. Das Ding ist beidhändig, das will ich nicht verwenden. Ist das für ein Gladiator? Dunkelelf. Ist ja alles Grütze. So, mächtigen Schalter umgelegt und jetzt? Jetzt können wir hier raus. Traumhaft. Und landen wo? Auf jeden Fall irgendwo, wo wir unser Pferd rufen können. Tschö. Das liegt eine Gifttrolle. Gott, wir sind schon wieder voll über der Zeit. Na, egal. Wo geht's denn hier wohl runter? Ich muss einfach noch mal über den Fluss rüber, ne? Das kann ich. Und dann weiß ich auch wieder total, wo wir sind. Und dann mag uns der Typ hoffentlich weiterhelfen. Also nicht der, der da gerade stand. Nicht der Dunkelelf, sondern... Ihr wisst schon, wer. Kein Zweifel. Hier irgendwo ganz nahe ist der gesuchte Ort. Ja. Ihr habt es tatsächlich vollbracht und überlebt. Jetzt steht euch ja nichts mehr im Wege, die alte Ruine von Viragnar aufzusuchen. Es heißt, dass selbst die Ahnen der Seraphim an diesem Ort ihre Schätze lagern. Hm.
Natürlich. Das ist jetzt wo genau? Das ist hier direkt nebenan. Okay. Das ist ja schön. Das sieht irgendwie ein bisschen Lovecraftsch aus. Ja. Hallo? Ich... Geht doch, Alter. Diese Steuerung, ne? Ist manchmal schon ein kleiner Krampf. So, dann sind wir hier mal drin. Okay, das sieht irgendwie aus wie alles andere. Außer, dass hier 3 Milliarden Spinnen hausen. Ich pferche die hier nochmal ganz kurz zusammen. Dann kann ich hier hoffentlich in Ruhe speichern. Okay. Heiltrank, geht klar. Kiste. Okay, finde ich gut. Und dann gucken wir nächste Folge mal weiter, was uns hier so erwartet. Ich bin mir da ja noch ein bisschen unsicher. Aber schauen wir mal. Gut, danke fürs Zugucken erstmal bis hierher. Angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.